Hallo Freunde und willkommen zur neuesten Aufnahme hier bei Let's Play Anno 2070 auf dem Kanal JaboLP. Danke fürs Einschalten schon mal und wir gehen jetzt in die Kampagne Kapitel 3 im Auge des Sturms und dort spielen wir Mission 1 und was machen wir dort? Sie verfolgen Father in die Nähe seines Zufluchtsortes, um dort einen Präventivschlag gegen die Super-KI vorzubereiten. Dann machen wir das. Es ist Zeit zu handeln. Die Organisation zählt auf deine Hilfe. Registriere kritische Normabweichung. Jana Rodriguez, wenn dich Father wirklich in diesem Sektor aufhält, müssen wir uns auf alles gefasst machen. Und Eve, Computervirus hat Sicherheitsprotokolle von Father deaktiviert. Warnung, hohe Gewaltbereitschaft, Einsatz der gestohlenen Nuklearwaffen, sehr wahrscheinlich. Auf feindlichem Terrain. Sie haben die drohende Gefahr durch Father bewiesen und die Unterstützung von Global Trust und Eden Initiative gewonnen, während Rufus Thorn andernorts Vorbereitungen für den Aufbau einer Armee trifft, haben sie sich mit Jana Rodriguez in den Sektor begeben, in dem sie Father lokalisiert haben. Sie sollen eine Basis errichten und den Präventivschlag gegen die Super-KI koordinieren. Doch bei ihrer Ankunft machen sie eine schreckliche Entdeckung und das starten wir. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Oh, ganz hübsch, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Wir haben die Zielkoordinaten erreicht. Also dann, werfen wir mal einen vorsichtigen Blick in die Höhle des Löwen. Auftauchen. Die Systeme registrieren Strahlung. Hier wurden Nuklearwaffen gezündet. Den Messdaten nach ist es nicht lange her. Wenn das Father war, wissen wir nun, was uns erwartet. Oh wei, oh wei. Dauer ist diese Strahlendosis für Menschen extrem gesundheitsschädlich. Wenn wir diese Tatsache ignorieren, haben wir den Kampf jetzt schon verloren. Auf feindlichem Terrain. So lautet die erste Mission des dritten Kapitels. Ich will mal der dritten Kampagne sagen, aber die Kampagne ist ja Kapitel. Wenn das unser Schlachtfeld wird, müssen wir die Strahlung in den Griff kriegen, bevor wir uns mit Father anlegen. Ich habe einen verlassenen Stützpunkt lokalisiert. Dort sollten wir unsere Basis aufschlagen. Okay, und das ist wo? Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Alles klar. Ladebasisbebauungsplan. Dankeschön. Ladebasisbebauungsplan. Reaktivieren Sie den verlassenen Stützpunkt für Ihre Operationsbasis, errichten Sie folgendes Gebäude. Ein Stadtzentrum, 35 Arbeiterwohnungen, Eisenerzmine, Kohlemine, Eisenschmelze, Werkzeugfabrik, Teeplantage. Und erreichen Sie mindestens einen Eco-Angestellten. Okay. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Klingt jetzt für mich machbar, würde ich mal sagen. Kann ich mit den Häusern hier irgendwas anfangen? Nee, ne? Die muss ich abreißen, oder? Erstmal bauen wir hier einen schönen Kontor hin. Ich würde mal sagen, den platzieren wir etwas mittig, sodass wir Platz zum Bauen haben. So. Und jetzt kann ich hier erstmal... Kann ich nicht? Ach, das sind tatsächliche Wohnungen, ja? Okay. Dann können wir doch da bestimmt direkt noch ein Stadtzentrum hinbauen. Oh, das sieht aber komisch aus. Neu stillgelegte Betriebe registriert. Frühere Produktion. Tee und Werkzeug. Empfehle Reaktivierung. Das ist ja interessant. Erstmal will ich aber noch ein paar Fischer hier bauen. Gut. Ich brauche aktuelle Messdaten über die Kontaminierung der Inseln. Du kannst meinen Geigerzähler benutzen. Ja, dann gib mir den mal. Aber vorher will ich Straßen bauen. So.
Und mit meinem Schiff. Ach, da ist schon alles drüben. Sehr gut. Früher musste man das immer noch einzeln rüberschippen. Das ist noch Gewohnheitssache. So, hier haben wir die 35 Wohnungen. Hier sollen wir jetzt mal reaktivieren. Und dazu müssen wir, glaube ich, ein Lager bauen. Ach nee, eine Teeplantage. Okay. Aber wir müssen erstmal die Lager bauen. Moment mal. Hier. Nee, das sind Arbeiterwohnungen. Da. Warendepot. Da setzen wir eins hier hin. Oder hier. Ist egal. Registriere Energieknappheit. Okay, Energieknappheit. Dagegen können wir was tun. Und zwar Windkrafträder. Da können wir eins hier unten in die Ecke setzen. Eins könnten wir... ja, hier so hinsetzen. Und eins hier oben. So. Dann müssten wir erstmal genug Energie haben. Wir sollten auch darauf achten, dass das Ganze ökologisch gut aufgebaut ist. Das können wir aber, glaube ich, noch nicht. Das kommt vielleicht gleich. Jetzt also nochmal, nein, hier ein Warendepot hier oben hingebaut, dass wir das Ganze hier auch reaktivieren. Warenlog für Missionsziele aktualisiert. Okay. Und hier sind jetzt Teeplantagen. Die machen auch direkt Tee, okay. Interessant. Können da noch... ne, 3 von 3. Alles klar. Das heißt, du bekommst jetzt dein Eisen wieder. Das ist auch interessant gemacht, dass man jetzt alles so ein bisschen zur Verfügung gestellt bekommt und nicht ganz alleine aufbauen muss. Hätte ich aber jetzt auch nicht schlimm gefunden. So, wie sieht das bei euch aus? Ihr wollt Nahrung und Gemeinschaft und als nächstes Getränke. Da wollt ihr Tee. Der Tee müsste ja gleich kommen. Und als Aktivität hättet ihr gerne eine Konzerthalle. Die kann ich natürlich jetzt schon bauen. Allerdings sehe ich schon ein Problem, nämlich ich kriege nicht alle rein. Tja. Am liebsten würde ich sie dann hier hinbauen. Oder hier. Wie baue ich denn am besten die Stadt aus? Ich glaube, ich brauche sowieso 2 mit der Zeit. Dann baue ich erstmal hier eins hin. Nein, das war die falsche Taste. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, wie ich es drehen kann. Ich bin sehr stolz auf mich, was das angeht. Zack. Und würde dann jetzt gerne noch ein Wohnhaus da hinsetzen. Und da hinsetzen. So. Interessante Bauweise der Wege und also der Straße hätte ich jetzt so nicht gemacht, aber ist ja egal. Vielleicht ist das ja hier die effektivere Variante. So, wie sieht das T-technisch aus? Eigentlich ganz gut. Wir haben 76.900 Credits. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber ich glaube, so ähnlich viel hatte ich auch in der letzten Kampagne. Und ich denke mal, dass ich hier wieder auf mich allein gestellt sein werde. Was haben wir denn hier eigentlich alles? 7 Minenplätze. Wir haben Goldvorkommen. Kohle, Eisen, Kalk und Kupfer. Ist das alles? Oder gibt es hier auch wirklich noch Gold? 3 Bodenschätze. Achso, das ist hier Sand. Ach, Gold. Na, guck mal. Hier kriegen wir Gold her. Bin ich mal gespannt, ob wir das brauchen. So, die Aktivität ist vorhanden. Jetzt fehlen noch ein bisschen Getränke. Ein paar Getränke fehlen noch. Dazu haben wir ja hier oben die Teeplantagen. Nehmen Sie folgendes Gerät. Ah, okay. Wir müssen mal eben zur Arche schippern. Und den Geigenzähler entgegennehmen. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Ich zähle auf dich mit dem Geigenzähler. Ja. Okay. Gut. Geht das so einfach? Leider ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Okay, dann gehen wir noch da unten hin. Und dann haben wir das nämlich auch bemessen. So, wie sieht das hier aus? Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Ja, gerne, gerne. Immer wieder für ein Lob zu haben, will ich an der Stelle mal sagen. Ausbau abgeschlossen.
Operationsbasis einsatzbereit. Okay, ich versuche mal das so ein bisschen... Ah, Moment. Ich glaube, ich habe diese eine Quest gerade geschafft, ne? Ah, hier. Was ist das denn? Raketenteile. Na, guck mal eine an. Danke. Mit diesen Daten können meine Leute unser weiteres Vorgehen genau planen. Okay, ja, habe ich gern gemacht. So, wir haben hier alles soweit reaktiviert. Wir haben aufgrund deiner Messdaten die Wetterkontrollstationen modifiziert. Wenn wir einige davon errichten, können wir die Verstrahlung aktiv reduzieren. Okay. Ermittle Voraussetzungen für die Konstruktion von Wetterkontrollstationen. Ansiedlung von Echo-Angestellten erforderlich. Okay. Also wenn du hier weiterhin das Sagen hast, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ah, die wollen Sushi oder was? Biokost, okay. Alles klar, also was sollen wir hier machen? Wir sollen 360 Eco-Angestellte erhalten. Zwei Sägewerke bauen und eine Baumschule. Und die Ökobilanz verbessern. Ökobilanz verbessern sollte jetzt nicht das Problem sein. Dazu haben wir ja hier... Okay, sollte ein Problem sein. Dazu brauchen wir nämlich die 360 Angestellten. Okay, dann bauen wir doch erstmal das Sägewerk und die Baumschule. Nein, erst die Baumschule. Ha. Huh. Ich finde, das könnte man hier oben gut machen, oder? Oder hier unten? Oder soll ich das mit hier hinpacken? Nee, ich glaube, ich packe das mit hier oben hin. So, einmal hier eine Baumschule. Machen wir mal dahin. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, ja, da kümmere ich mich jetzt gleich drum. Und da drum zwei Sägewerke. Ich baue die mal. Ja. Ah, die müssen hier reingebaut werden, oder wie war das? Die mussten direkt da dran gebaut werden, ne? Ah, das ist doof, dass ich das nicht markiert lassen kann. Okay, ich meine, ich sehe das zwar hier so ein bisschen, aber ich hätte es schon gern... Ja, ich mach's mal... Ich mach mal hier eins und hier eins, so. Zackig ist das gemacht. So. Und jetzt noch ein Weg. So. So einfach geht das. Baumschule, Sägewerk, Bretter. Fertig ist. Hier haben wir ein paar Wohnhäuser. 165. Die Nahrung reicht noch. Aber ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Fischerhütte bauen, oder? Wie sieht das hier aus? 36 Tonnen. Ah, das können wir mal einfach beobachten. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, wir haben ja hier noch einen leichten Kreis. Arbeiterwohnungen, da können wir hier noch ein paar dazu bauen. Und dann das Ganze mit Weg verbinden, sonst werden sie wieder am Meckern. So, hier können wir auch verbinden. Zack. Haben wir wieder unseren ersten Block. Ja, das ist echt schade, dass ich das hier nicht so halten lassen kann. Dann habe ich hier diesen Umfang und dann wüsste ich genau, bis wohin ich bauen könnte. Vielleicht geht das ja sogar. Ich bin nur wieder zu doof dafür. Ah, ich habe nicht genügend Baumaterial. Ich glaube, ich muss hier die Bauzellenproduktion mal ankurbeln. Die können wir ja hier mit hinpacken. Wie war das? Wofür war das jetzt nochmal? Basaltgewinnung. Das war aber beim letzten Mal alles so dicht beieinander gelegt, ne? Geht das? Ich probiere es einfach mal aus. Ah ja, genau. So war das. Kann ich ja so übereinander lagern. Und dann können wir da direkt nochmal einen von bauen. Ich baue den hier unten hin. Und auch du bekommst deine zwei Erntefelder.
So. Und dann... Nein, das wollte ich nicht. Dieses Ding hier. Einmal hier und einmal hier. Und dann mit Weg. Zap, verbunden. Schon haben wir unsere kleine Basaltgewinnung und unsere Bauzellenproduktion. So, Ökobilanz sollen wir runterlegen. Das schaffen wir jetzt gerade noch nicht. Aber wir haben auch schon 227 Eco-Angestellte. Das geht ja hier gerade Schlag auf Schlag. Dann haben wir ja gleich die 360 schon zusammen. Und wir haben noch immer eine positive Bilanz. Da freue ich mich sehr drüber. Jetzt sind natürlich hier die Basaltdinger in dem Arbeitergebiet. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann ja noch nach hier oben ausweiten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Die kosten auch nur ein so ein Werkzeug. Das geht also. Bauzellen haben wir ein paar wenige, aber naja. Werkzeuge produzieren wir ja auch mittlerweile. Haben wir ja wieder ans Laufen gekriegt, das Ganze. Und die scheinen auch soweit sehr zufrieden zu sein. Lager füllt sich, das reicht doch. Wenn sich das Lager füllt, dann ist das in Ordnung. Ja, wir haben jetzt momentan noch keine Geldnot oder so. Spiel gespeichert. Ah, Spiel gespeichert, das finde ich gut. Saurer Boden, das weiß ich alles. Spiel gespeichert, alles klar. So, was sollten wir nochmal machen? Genau, 360 Angestellte haben wir gleich und dann können wir die ökologischen Bedingungen hier ein bisschen verbessern, die Ökobilanz ein bisschen aufforsten. Wir haben schon 469 Leute hier, das geht ja echt ratzfatz. Diese Stadt ist ein kleines Paradies geworden. Findest du nicht auch? Ja, finde ich, total. Bin ich ganz auf deiner Meinung. Was brauchen wir dafür? 360 auch, okay. Biokost. Was mit dir? Nichts zu tun. Du hast schon 4 von 5, das ist ja sehr gut. Die arbeiten also auf Hochtouren. Hätte ich doch besser hier oben hingebaut. Naja, gut. Hinterher ist man immer schlauer, oder wie heißt es? Wie sieht das hier aus? Noch nicht so gut. Aber das liegt natürlich daran, dass die Ökobilanz noch im Arsch ist. Diese Stadt ist ein kleines Paradies. Wir haben gleich die 360. Geworden. Findest du nicht auch? Gut, so, wir haben jetzt gleich die 360 und dann können wir unsere Ökobilanz verbessern. 10 von 15 Bewohner. Ah, hier können 15 Stück in eins. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal waren es 30, ne? Bei den Ökos. Bei den, ne, Techs waren es, mit denen wir letztes Mal ja gespielt hatten. Eco-Zielgebäude. Ah, dient der Verschönerung. Der Operationsbasis abgeschlossen. Konstruktion von Wetterkontrollstationen jetzt möglich. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Wetterkontrollstation. Wir haben jetzt zum Glück wieder ein paar Bauzellen. Ich lege auch eine wieder hier unten hin, dann können wir die andere hier oben hinbauen, oder? Wir müssen ja versuchen, den Platz möglichst gut auszunutzen. Ich glaube, das hier ist ein sehr guter Platz. So. Und dann können wir den anderen hier unten hinbauen. Warum nicht? Ah, jetzt geht's. Kann es sein, dass das da falsch rumgeschrieben ist? Da steht doch 3 Bauzellen. Warum steht denn da oben nur 2? Das ist falsch geschrieben. Wobei, da muss ich ja viele von den Dingern bauen, wa? Wie mache ich das denn? Ich glaube, hier müsste ich noch eine hinsetzen, oder? So ein bisschen überlagern ist ja, glaube ich, nicht schlimm, oder? Ich hoffe es zumindest. So, gib mir noch eine Bauzelle. Komm, hopp. Sonst muss ich nochmal so ein Ding bauen. Ah, ich baue, glaube ich, nochmal so ein Ding, oder?
Schaden kann es ja nicht. Machen wir noch einmal hier so eine Basaltgrube hin. Und hier nochmal so ein Bauzellenteil. Und du kriegst nochmal die beiden. So. Zack. Und was wollte ich jetzt machen? Genau, Wetterstation. Ich denke mal, 96% geht klar, oder? Steht das denn da? Ne, da steht immer plus 15. Merkwürdig. Machen wir hier hin. Dann können wir hier, glaube ich, noch eine hinbauen. Hier unten so. Dann vielleicht hier oben noch eine. Oder wir bauen die direkt hier so hin. Dann hat die ja nochmal 100%, oder? Ja.